Ritual, um zu ermitteln, ob man Opfer eines Liebeszaubers wurde. Materialien Schnupftabak, Essig, Stab, ein Tuch Ziel Die Person, welche glaubt, dass sie Opfer eines Liebeszaubers wurde und die Partnerschaft einzig darauf basiert, ermittelt, ob diese Annahme zutreffend ist. Ablauf Weiche Schnupftabak über neun Stunden in Essig ein. Bei Nacht, wenn der Partner schläft, halte den in Essig eingeweichten Schnupftabak unter seine bzw. ihre Nase. Wenn die Person davon aufwacht, dann hat sie keinen Liebeszauber benutzt. Wenn die Person weiter schläft, dann wurde ein Liebeszauber angewendet. Das war meine Vorstellung eines Rituals aus dem Hudu, um zu ermitteln, ob man Opfer eines Liebeszaubers wurde. Falls euch das Video gefallen hat und ihr den Kanal unterstützen wollt, so lasst doch ein Like und ein Abo da. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.